Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich einen kleinen Kiko-Haul. Gestern war ich im Kiko im St. Jakobspark in Basel. Diesen gibt es schon seit einigen Monaten, aber ich habe es erst jetzt geschafft, mal entspannt und ruhig da reinzugehen. Und ihr könnt es gleich sehen, ich habe echt zugeschlagen, war ja klar. Ich habe zum Geburtstag einen Lippenstift bekommen und dachte mir, hält echt lange, ist echt gut. Ich probiere das mal und dann habe ich mich wirklich dran auch mal gewagt, da hinzugehen. Und ich bin super zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich zeige euch das mal alles, was ich hier habe. Zuerst das Geschenk von meiner Kollegin. Das ist ein Lippenstift von Kiko in der Farbe 09. Das ist ein relativ starkes Pink, wie ihr sehen könnt. Und es ist sehr pigmentiert, also hält echt lange. Ich bin super überrascht, weil die Preise sind ja wirklich sehr, sehr fair. Also dieser Lippenstift hält lange, gibt Feuchtigkeit, ist wirklich eine schöne Farbe. Für den Lippen habe ich mir gestern so einen Pencil gekauft. Diese Farbe ist 08. Ich habe ihn gerade drauf, also es ist so ein Nude-Color. Ich bin immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Nude. Ich mag es nicht, wenn es zu braun ist, aber es sollte auf jeden Fall Nude sein. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, also sieht so aus. Ganz easy aufzutragen. Ich trage es über die ganzen Lippen auf. Ihr könnt es auch nur als Pencil benutzen. Aber es heißt hier Pencil Lip Gloss, das heißt, man kann es entweder als Stift benutzen oder gleich auf der ganzen Lippe auftragen. Sie sind super easy zum Auftragen, geht sehr schnell. Ihr könnt gleich die Kontur eurer Lippe nachziehen und dann ausfüllen. Und ich denke auch als Basis bietet sich das sehr gut an, wenn ihr später dann auch eine Farbe drauf tut. Das war es auch schon mit den Lippen. Dann habe ich einen Beauty Blender gefunden. Der ist echt süß. So in lila. Und der ist anders wie meiner. Der hat hier so wie eine kleine Einbuchtung, dass man ihn perfekt in die Hand nehmen kann. Und der bietet sich natürlich an, um Foundations aufzutragen, Concealer flüssigen oder was auch immer ihr gerade wollt. Ich mache es so bei meinen Beauty Blendern, wenn ich was Flüssiges mit ihnen auftrage, dann mache ich sie auch feucht. Also ich setze sie wirklich unter Wasser, schwemme sie gut aus und dann lässt sich das Produkt viel besser auftragen aufs Gesicht. Es verteilt das Produkt überall und ich bin sehr zufrieden mit diesen kleinen süßen Monstern. Und es gibt noch mehrere, es gibt solchen, es gibt noch flache Sponges, es gibt ganz viele verschiedene. Aber ich habe hier einen Eyeliner-Stift, der ist goldig in der Farbe 101. Also ich zeige euch das mal. Very sparkly und wirklich ein goldiger Eyeliner. Ich mache es ein bisschen dicker, damit ihr es sehen könnt. Also eher was Feines, das würde ich jetzt zum Beispiel über meinem schwarzen Eyeliner drüber auftragen. Nur an den Ecken vielleicht oder gerade eine Schicht drüber, damit es einfach ein bisschen Sparkle verleiht. Jetzt gerade in der festlichen Jahreszeit, denke ich, passt das sehr gut. Und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich habe es gestern schon drauf getan und ich bin super zufrieden. Also ich denke, für die Festtage kann man nie genug Glitzer haben. So, dann bei den Augen mache ich gleich weiter. Ich bin ein bisschen ein Goldfreak. Das ist in der Farbe 03, Color Sphere Eyeshadow Ombre heißt. Es ist super pigmentiert. Es hat sehr viele Glitzerpartikel drauf. Ich mag die Konsistenz davon. Es ist ein sehr helles Gold. Ich hoffe, ihr könnt es gut genug sehen. Es ist sehr shimmery. Und vielleicht seht ihr es auf meinem Finger fast besser. Es ist ein wunderschönes Schimmergold.
hochpigmentiert, also wirklich super für die Feiertage. Ihr könnt das so wie ich jetzt ganz easy mit eurem Finger auftragen oder mit einem schönen Eyeshadow-Pinsel über dem Lid verteilen oder Akzente setzen auch für die Feiertage. Also wirklich ein Must für mich. Ich putze hier gerade meine Hand und ich gehe über den Eyeliner und der geht nicht weg. Wenn ihr es sehen könnt, also der ist immer noch da. Das heißt, er hält echt gut. Ich bin überrascht, dass der nicht weggeht. Muss wohl ein wasserfester Eyeliner sein. Auf jeden Fall ist immer noch da. Also der Eyeliner, der goldige, ist echt haltbar auch. Dann komme ich zu einem Face Make-up Fixer Spray. Ich habe das von einer Freundin mal gehört. Es sei eines der besten Fix-Sprays. Und ihr dürft fünfmal raten. Es riecht super gut. Und ihr spritzt es einfach so auf euer Gesicht. Natürlich ein bisschen mit 20 cm Abstand steht hier auch. Und wenn ihr vor allem Make-up haben wollt, das den ganzen Tag hält, spray ich gerne solche Produkte drauf. Dann bin ich mir sicher, dass es hält. Und ich freue mich auch schon, das wirklich auszuprobieren. Also meine Freundin sagt, es ist echt gut. Und ich denke, für diesen Preis, es riecht saugut. Also eine Investition wert, wenn ihr möchtet, dass euer Make-up wirklich den ganzen Tag auch hält. Dann habe ich von Kiko auch ein Puder. Ich habe es schon gebraucht. Ist so ein ganz normales Puder zum Auftragen. Es ist ja Nummer 04. Meine Hautfarbe jetzt. Es hat ein shiny Finish, aber das kann man gar nicht erkennen. Also es ist wirklich mattierend. Ich tue das gerne über meine getönte Tagescreme drauf, wenn ich die getönte Tagescreme benutze, weil die ist schon auch eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme. Das heißt, ich glänze dann auch so und ich habe das nicht so gerne und ich fixiere dann gerne mit einem Puder noch drüber. Oder auch wenn ich den Concealer anwende, dann habe ich gerne noch ein Puder drüber, das auch wirklich fixiert und auch mattiert, dass es auch länger hält natürlich. Also ich bin super zufrieden. Es lässt einen sehr feinen, matten Teint nach der Anwendung. Und ich denke, ich werde das wirklich jeden Tag auch benutzen. Dann komme ich zu diesem tollen Ding. Ich finde, es sieht einfach super aus. Das ist so eine Duo Palette eigentlich. Ein Blush Duo Palette. Das ist ein etwas dunkleres Blush, hat auch keinen Schimmer enthalten. Und das ist was Rosiges, Peachiges, das Shimmery ist. Also je nachdem, nach Tagesform oder nach Belieben oder nach Wetter oder was weiß ich, kann man das wirklich zweifach benutzen. Ich habe jetzt das Korallige drauf. Ich habe nicht so viel drauf gemacht. Es ist 01 oder 10 oder wie auch immer. Und ich finde es echt süß gemacht. Es gibt es auch in Bronzing Duo Packs. Es gibt viele verschiedene Farben. Also ihr könnt auch je nach Hauttyp oder nach Lust und Laune so ein Duo Pack ergattern. Und ich finde es wirklich praktisch, vor allem wenn man reist und man weiß, ja, brauche ich jetzt vielleicht ein Rosa oder brauche ich eher was Nudisches, dann ist das echt geeignet, weil es ist 2 in 1. Also echt praktisch. Und dann komme ich zu der besten Investition für mich jetzt, was ich echt super cool fand. Ich habe mir so kleine Eyeshadows gekauft. Das sieht so aus. Ich habe gerade zwei gekauft. Einmal so rosa in der Farbe 220 und einmal in der Farbe 210. So ein braunisch. Und das Beste an diesen kleinen Dingern ist, man kann sich selber so ein Palette kaufen, meine Damen. Finde ich so cool, echt. Und das Palette, wenn man es aufbekommt, ist leer, ne? Und ihr kauft euch
individuell selber diese Shadows und drückt sie da rein. Meine ersten zwei. Wie cool. Und ihr könnt eure eigene Palette herstellen. Wie cool ist das denn? Also, voll geil, oder? ihr könnt die Farben auswählen. Es gibt so viele verschiedene. Das sind die Infinity Shadows. Und ihr könnt verschiedene große Palettes auch kaufen. Ihr könnt eine Einer-Palette kaufen, ein Vierer, ein Dreier, ein Neuner. Das ist ein Neuner. Und ich glaube sogar 24. Und ihr könnt selber eure Palettes so gestalten. Ich werde mir das schön aufheben. Jedes Mal, wenn ich im St. Jakob Park bin, werde ich mir eine kleine Shadow kaufen als Belohnung. Und dann denke ich, mache ich wahrscheinlich ein Travel Kit daraus. Ich denke, das wird eine Sucht, so sehr wie ich mich darauf schon freue. Vielleicht mache ich ein Travel Kit, also Farben, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich meine 127 Palettes mitnehmen will. Vielleicht mache ich auch eine, keine Ahnung, Smoky Eyes Palette, vielleicht. Also ihr könnt wirklich variieren, ihr könnt zum Beispiel eurer besten Freundin schenken, zum Weihnachten auch eine tolle Idee. Dann kannst du dich selber auch die Shadows aussuchen. Es ist echt, echt so eine super Idee und ich würde am liebsten jetzt schon wieder losziehen und weitere Shadows kaufen. Also euer eigener, individuell zusammengestellter kleiner Lidschattenkasten. Und mein absolutes Favorite von dem, was ich heute gekauft habe. Ja, ich denke, das war's. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Das war alles etwas über 100 Franken. Also der Preis ist auch echt super, denke ich. Aber ich bin zufrieden mit Kiko. Ich denke, für den Preis gibt's auch das her, was es verspricht. Ist eine gute Qualität für einen guten Preis, denke ich. Und gewisse Sachen sind echt super, also wie dieses Palette, ich meine, das findet ihr nicht so schnell wieder in der Schweiz und deshalb, ja, ich bin bekennender Kiko-Fan jetzt und ich freue mich schon, alles auszuprobieren und zu testen und euch dann auch zu berichten, wie es war. Teilt mir mit, vielleicht habt ihr auch ein Produkt, das euch wirklich super, super gefällt von Kiko, das ich noch nicht habe und dann würde ich es auch gerne mal ausprobieren und testen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss!